Ist schon nach 19 Uhr. Der Sandmann ist vorbei. Schade. Müssen wir dann wohl auf morgen verschieben. Aber natürlich nicht die echten Gangster, die klauen ein Motorrad auch nachts oder gerade erst dann. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei GTA 5. So, wollen wir mal loslegen. Mal schauen, wie der Wagen sich so fahren lässt. Hi. Boah, die Sonne steht aber schön. Was wird denn das? Ich hab Vorfahrt. Ich hab immer Vorfahrt. Boah, sieht das schön aus. Also, die Stimmung im Spiel, die gefällt mir ja schon von Anfang an. Und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Mann, ich will Vorfahrt haben. Boah. Auch schick, aber unserer ist dann doch, glaube ich, etwas besser. Ich hoffe, man kann sich hier... Ach, jetzt sehe ich wieder hier GPS aktiviert. Das ist immer aktiviert, weil das heutzutage nur mal Standard ist. Ich wollte ja ohne. Wie kann ich das auch mal ausmachen? Jobliste. Also hier gar nicht, dann über M. Das wird ja immer angezeigt. Kann man das nicht irgendwo deaktivieren? Das ist jetzt gerade doof. Ich dachte, man muss das für jede Mission selbst aktivieren. Das Navigationsgerät, aber das standardmäßig ein. Also wenn ihr wisst, wie man das standardmäßig deaktivieren kann, weil ich gerne meine Wege selbst herausfinden möchte, dann gerne mal in die Kommentare, vielleicht finde ich es ja demnächst selbst noch raus, aber das finde ich gerade etwas uncool. Mann, da will man wieder etwas so in die Anfänge gehen und sich einfach alles selbst zusammensuchen, seine Wege und dann das. GPS, warum kann ich das nicht deaktivieren? Ja, jetzt ist es aus, aber zeigt mir immer noch die Mission an. Ah, vielleicht ist das zum Anfang eine kleine Unterstützung. Nee, ich fahre meinen Weg selbst. Moment. Ach, P war es ja. Nicht O. Ich würde gerne ranzoomen, genau, danke. Jetzt fahre ich rechts, dann wieder links, dann sage ich bloß die gelbe Linie nach, aber... Muss ich jetzt nachfahren? Moment. Kann ich nicht irgendwie einen anderen Markierung wählen? Nee. Hab gehofft, ich klicke auf mein Spielerzeichen und dann verschwindet die gelbe Linie. Ach, die ist dann lila. Die wir uns selber setzen. Das ist ja uncool. Wegpunkt. Wähle ich denn da Zoom? Der Maßstab ein Kilometer da, die... Oh, Maus, was ist mit dir los? Nee, werde ich wohl nicht loswerden, die Markierung. Das ist ja schade. Da werde ich erstmal damit leben. Also wie gesagt, wenn ihr wisst, wie man das standardmäßig deaktivieren kann, auf Anhieb dann einfach mal her mit dem Tipp. Ah, pass mal da durch. Ja, wir machen uns da einfach einen Weg. Ah, schön schaut's aus. Das Licht ist automatisch angegangen, das war ich nicht. Boah, schon wieder, das ist der gleiche Flitzer, also zumindest das gleiche Modell. So, gleich sind wir da. Geht bestimmt nicht so einfach von der Hand, wie man sich das denken würde, das Motorrad klauen. Ja, ich habe Vorfahrt. So, hier soll es sein. The bike should be in one of the lockups down here. Should be is the story of your life, asshole. Die haben sich echt lieb, was? Wir sind im Folgen. Geht da bestimmt nicht gut. I'm gonna make this look easy. Think this crazy motherfucker wants something. Er ist, glaube ich, nicht begeistert, dass wir über den Zaun klettern. Hey, what's up, homie, you all right? No, wait, wait, wait from me. Drunk ass nigga. Mann, sind wir heute nett. Ich hab Vorfahrt. Yeah, that's right. Keep it moving, bitch. Oh. Die Nachbarschaft wurde alarmiert. Die gehören zur Nachbarschaft? Das ist ja uncool. The bike should be in one of the lockups down here.
Warum parken wir eigentlich auf der Straße? Nee, da geht mein Auto doch kaputt. Moment. Ich park mal kurz. Wo park ich denn? Hier park ich. Moment. Nicht den Herrn da umschubsen. Kann ich mich dazwischen stellen? Was ist das? Was? Er fällt ja automatisch um. Okay, dann benehme ich mich halt mal. Man, I don't like this shit one bit. Hey, look, let's keep it smooth, homie. Man, your pussy the only thing that's smooth up in this shit. Man, what exactly did I do in a past life to deserve your stupid ass? This is a routine lick, dog. Chill. Do them Vagos look routine? This is a shady-ass alley. Shit, we in Vespucci Beach. We on the wrong side of Vespucci Beach. You should know a block makes a difference. Hey, 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 hold up. It's in one of these lockups. Wie mache ich die auf? Ach, aufheben. Aufheben klingt auch gut. Oh, die gucken zu. Ich sperre uns da rein. No shit, nigga. Hola, amigos. Hola, S.A. Oh, we saw you trying to creep up in here, man. Yeah? You saw this, motherfucker? Oh, shit. Yo, yo. Oh, shit! Vamos! Fucking down here. Come on down, everybody. Come on down. Hey, nigga, I would've just got my ass beat over a fucking gunfight. Toll. Fuck, man, super. What's the hearse and shit? Get your fucking head down. Give me cover. Hey, come on, your cool. Ass cool. Cover. Shit, you looking, homie? Shit, on your left. Jetzt kommt da bestimmt gleich die Bullerei an. Der hat bloß wieder getan, als ob. Na, weil du so einen Scheiß gemacht hast, ey. Schaut man nicht den direkt aneinander, Waldkarte. Nee, hier an die Mauer sollst du gehen. Na, ja, halt nicht. Jetzt häng ich da. Ja, der hockt da oben. Irritates. Todd. Da ist immer noch einer. Damn, man. Just when I thought this shit was clearing up. So much for legit work. There's the fool on the balcony. Up there, shoot that nigga. Bust his ass. Look out, they running on you. Wird schon. Legt sich auch wieder bloß so halb hin. Toll. How many they got? Damn. Light them niggas up. Okay, Benzinspur, dann entzündet sich. Wo ist eine Benzinspur? Regenerieren wir eigentlich automatisch Gesundheit? Komm, guck hier links drüber. Jetzt ist er schon tot. Toll. Yeah, barely, homie. Shit, we gotta get the fuck away from this shit. Man, we only came here for a bite. And that motherfucker is right there. Hey, nigga, come here, we got your pink slip. Hab's nämlich gerade gehört, da ist es nämlich weg. Oh, jetzt habe ich den Wagen so weit weggetan. Was? Und da holt sich langsam wieder auf 50. Solange ich. Oppala! Solange ich keinen Schaden bekomme. Unser Auto steht hinten, ich habe das geparkt und zwar sehr sorgfältig. Ja, klar, ich fahr. You crazy motherfucker. Why we have to pop all them people? Ja, genau, warum? Correct me if I'm wrong, but you shot more of them than I did. Na, weil du es nicht gebacken bekommen hättest. Ach, mein Jobballa. Da drehen die kleinen Fahrtpferdchen mit mir durch. Na, mach schon Beeilung, Jobballa, Entschuldigung. Don't play the blame game, just get on this shit. Bordstein und dann tschüss. Man, you lost him already. That's a monster fucking bike ride, stupid. Nein. Aber ein Fahrrad mit Motor. Nigga, I should punch your ass for kicking that shit off. Bike don't mean nothing, homie. Was ist abgehauen? Ich war doch gar nicht so langsam. Ich hätte gedacht, ich war jetzt nicht der Allerschlechteste, aber habe ich wohl falsch gedacht. So, im Auto habe ich ihn gespeichert, oder? Oder davor?
Okay. Gucken, ob ich diesmal besser hinbekomme. Renn. Jetzt steht das Auto da, mitten auf der Straße. Da habe ich es gar nicht geparkt. Was crazy motherfucker. Why we have to pop all them people? You was there too? Correct me if I'm wrong, but you shot more of them than I did. Yeah, but you started this shit, Radar anzoomen, okay? Da ist ja der blaue Punkt. Alter, schon beim Ziel? Ob Ballage schon wieder Bordstein? Scheiße, ich lerne es aber auch nicht. Wir müssen ja auch sehen, wo er hinfährt. Wäre ja doof, wenn wir dem einfach nur folgen können. Ist der irgendwo abgebogen? Also ich sehe ihn gerade auf der Karte nicht. Und vorne fahren sowieso nicht. Haben wir den verloren, indem ich den Unfall da gebaut habe? Bike don't mean nothing, homie. Wir werden es mal gleich sehen. Genau. Ja, der Motorradfahrer ist schon wieder entkommen. Ich werde jetzt mal zusehen, dass ich einfach schnell dran bleibe ohne Fahrfehler. Let's get it. We really gonna repo after all this. Ah, es klappt. So, jetzt noch über das Auto rutschen, über die Motorhaube. Das kann Aiden Pierce machen. Oh, Franklin kann es auch. Aber dann macht er einen auf gemütlichen. Let's get him, homie. I wanna get paid. Paid ain't worth shit when you doing 25 with an L. We massacred those motherfuckers. Shit. Das war gerade raus, um nicht ranzoomen. This punk get away, we going down, homie. He gonna send us all this body. And whose fault is that, Mr. 80s action movie body count motherfucker? Da vorne sah ich den schon. We need to shoot him off the bike. Couple of scratches better than nothing. Ich fahre eher um. We want your bike, bitch. Bitch. Sehen, was ist doch kein Motorrad, ist doch. Okay, ist doch eins. Er ist auf jeden Fall in der schwächeren Position. Schieß doch mal auf ihn. Der fliegt aber viel schwieriger. Okay, doch nicht runter ist. Nein, ich mag nicht Motorrad fahren. Also ich mag sehr gerne Leute vom Motorrad fahren, aber ich mag nicht gerne selbst Motorrad fahren. Es geht immer schief, weil ich dann so oft runterfliege. Was? Wie ist mir da rausgekommen? Oh nee. Bin sogar kein Fan. Autowaschanlage auch umlackieren, hä? Fährt auch nochmal drüber, mach ich's auch nochmal. Jetzt kommen bestimmt seine Kumpels nachher, oder? Beim Fahren erreichen Höchstgeschwindigkeit, Fahrzusammenstöße, Wheelies und bla bla blop. Mehr Kontrolle über das Fahrzeug in der Luft erlaubt dir, längere Wheelies durchzuführen. Okay. Also wenn, dann bloß wirklich die richtigen Maschinen, mit ganz viel PS pro Kilogramm. Die Sportmotorräder, wie die heißen. Auf jeden Fall die sehr sportlich aussehen. Das sieht nicht sportlich aus, sieht eher so nach halb schick aus, halb sportlich. Also wenn ich dann die Sportmotorräder aus GTA Vice City denke, die haben schon teilweise Spaß gemacht. Aber das Problem ist dann halt, du kannst auch mit einer hohen Geschwindigkeit einen Scheiß mit dir anstellen. Einen ziemlich gewaltigen Scheiß, indem du einfach, ja, dir das Ohrläppchen verstaust. Das tut weh. Hey, Girl! Ah, der hat dir gerade gesagt, hey, Girl. Stimmt sogar. Autowaschanlage. Wir waschen das Ding jetzt nicht ernsthaft, oder? Also bei City ist das immer lackieren. Man, I can't hang with your ass for a while, bro. You a psychopath. You done finally fucking lost it. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting chief asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'm gonna keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. Ernsthaft jetzt? You fucking tell him, you fucking moron! Dann nehmen wir halt den Ford. Was ist das? Ach so. Läuft ja super mit dem Herrn Lama. Immerhin hat er uns das Auto gelassen. Heieiei. Story-Charaktere werden im Lauf der GTA-Story für Regisseur-Modus des Rockstar-Editors freigeschaltet. Okay.
Ach, das war gerade die Einblendung, ne? Du kannst überall in San Andreas Fremde und Freaks treffen. Du findest sie bei Fragezeichen. Ja, toll. Haben wir schon einen gefunden. Kann ich jetzt... Carwash. Carwash. Ja, das ist mir schon klar. Der Hinweis kommt auch immer irgendwie ständig. Nochmal. Muss ich hier vielleicht noch ein Knöpfchen drücken? Oder bin ich hier gerade bei der Ausfahrt? Hier ist, ach, hier ist der Föhn. Was? Ach, der schon wieder. Öffne das Handy. So viele Einblendungen. Drücke E. Ah, was? 15? Dollar kostet das? Geil. Mach mal doch. Autowaschanlage war schon früher als Kind cool. Wo? Hier? Ah, ich will zugucken. Können wir auch in die Ego-Perspektive gehen? Das wäre jetzt geil. Nee, Ego-Perspektive geht nicht, scheiße. Toll. Mann, ich will die Ego-Perspektive. Also da muss noch ein Patch hinterher, Rockstar. Das war jetzt eher mau. Repariert das Auto automatisch? Ich glaube ja, oder? Das ist, glaube ich, dann der Sinn dahinter. Wobei, 15 Dollar ist verdammt wenig. Was steht da gleich in der Ecke? Nix? 15 Dollar hat es gekostet und das war's. Hm. Naja. Ich hab's mir geiler vorgestellt. Ah. Na gut. Wie kann man pennen? Ach nee, ist Autowaschzeichen. Ich dachte, das wäre ein Bett da. Aber nee. Entschuldigung. Hier wäre so ein Freak. Ist der Lamar zu Hause? Ist das eine Kirche? Kann man da reingucken? Moment. Ich packe ihn ein. Oh, auf dem Bordstein. Upsala. Kommst du nicht gut voran. Da kann man nicht reingucken. Ist bloß eine Textur dran. Schade. Was ist das denn hier für ein... für ein Kasperhaus? Kann da nicht rein. Ich kann da auch nichts hören, was drin sein soll. Pick your ring. Donuts. Oh, da ist, glaube ich, eine Polizei in der Nähe. Hm, dann gehe ich mal zum Freak. Ah, hey, Stacheldraht. Stacheldrahtsalat, aber aufgereiht. Ordentlich. Hupfer. Hier können wir uns bestimmt ein Haus kaufen. Laut Karte. Was ist hier für ein Freak? Ersche klingt gut. What the fuck is wrong with you, Tanya? Ain't nothing wrong with me, nigga. Shit. Well, your ass don't look too good. Where the fuck is JB? Smoking. And what about you? I mean, you know, I quit. You know what I'm saying? Missknopped. Yeah, whatever. Oh. JB, look, JB gonna lose everything. He gonna lose the house. You know what I'm saying? The business, everything. And you his cousin, nigga. You said you was gonna help. He ain't my cousin. Whatever, if that's how you feel. What the fuck do I know about towing cars? Look, it's easy. If JB can do it, you can do it for fuck's sake. Come on, I'ma show you. Come on, shit. All right, then. Shit. Show him everything. Hey, look, let's make this quick. I got shit to do. Nigga, you need to slow it down. Tanisha was right. Mhm. Zum Abschleppwagen, um sie abzuschleppen, oder? Hm? Huh? Müssen wir da ein bisschen laufen? Was? Das habe ich nicht zugehört. Wie weit ist denn das? Nee. Oh. Ist doch gar nicht so weit weg. Dann laufen wir jetzt hin. Ja, wobei, nee, am Ende verliere ich mein Auto oder ich muss mit einem anderen Auto fahren. Nee, komm hier. Wie, wenn wir wieder drin waren? Nein. Ich habe zweimal gedrückt, weil er nicht eingestiegen ist. Okay, die Animation wird damit übersprungen, weil die Fahrertür blockiert ist. Shit, your ass must be high or something. I told you, I don't do that shit no more. I mean, I baby doze now and again just for the taste.
But I'm doing good, boo. Your eyes don't lie. Whatever you say, girl. Come on. Also, wenn wir hinlaufen würden, dann würde es keine Wegmarkierung geben. Mhm. Also werde ich das ganze Spiel nur laufen. Aber ich sehe gerade, wir werden dem Herrn JB, Jensen Button, in der nächsten Folge helfen. Oder um ihn kümmern. Also, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, tschüss.